Jetzt habe auch ich ein Experiment gemacht mit Energierückführung. Das funktioniert noch nicht so ganz, weil der Motor zu schwach ist. Das ist nur ein 370 Watt Motor. Wenn man das hier sieht, he? Aber der spiegelt eben stark. Der hat nur 370 Watt. Das ist einfach zu schwach. Dann läuft er immer an der Kotzgrenze. Und da hinten, da hat es einen Synchrongenerator. Der hat natürlich einen Kondensator, der eine Resonanz generiert, damit da überhaupt Strom rauskommt. Das funktioniert nicht schlecht. Und zum Synchronisieren habe ich hier die Hitler-Variante. Ich brauche nur eine Glimmlampe und einen dicken Schalter. Wenn die auslöscht, kann man einschalten. Und die Messgeräte, wie immer, da kann man alles kontrollieren. Den Generator habe ich hinten so verändert, damit man alles freistecken kann. Das ist doch super, oder? Vor allem da, das ist wichtig. Den Resonanzkondensator kann man da auch anschließen. Und oben kommt die Spannung raus. Es hat sogar zwei Sicherungen. Ja, jetzt muss ich hier noch einen stärkeren Motor montieren. Der ist einfach zu schwach. Dann kann man das nochmal probieren.